Okay. Ich wollte einen Stream anmachen. Nein, nicht so grün. Was sieht denn So. Danny? Battle Bears Online. Ja, das. Morgens so um 11 oder so. Da sieht man den Schönes Gesunden. Geräusch. Den Gesunden und die Jugend mit ihrem Energy. Ich habe heute schon 3 getrunken. Ich trinke eigentlich nie Energy. Ich habe jetzt den angefangen zu trinken. Weil er ein Den bisschen lilanen. fruchtig schmeckt. Ich habe gesehen, mein Tattoo hat das halt getrunken. Und dann wollte ich ihn auch mal ausprobieren, Okay, so, okay, weißt du. okay. Was ein guter Übergang ist, denn. Hi! Erster Versuch zu unserem Bearcast. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, wie ihr es gerade gehört habt, Tattoo Artist am. Wann war das? Letztes Wochenende, oder? Das war jetzt, also wir haben heute den 10.10., wo wir es filmen. Es war Anfang Oktober. Also Stimmt, sprich, zwar 1. nicht jetzt Oktober. das Wochenende, sondern die Woche davor hatten wir Super Pre-Release zu dem neuen One Piece Kartenspiel. Und dazu hatten wir halt gedacht, ja, laden wir halt einfach mal 4 oder was, 4 Tattoo-Künstler ein, die dann die Leute auch noch tätowieren. Wird schon ganz cool, wird sich bestimmt irgendeiner tätowieren lassen. Am Ende waren die, glaube ich, 10 Stunden am Stück am Tätowieren, die Ja. Menschen dort. Also war gut, gut was los. Und aber als erstes Thema, One Piece als Kartenspiel. Wie findest du es? Du hast ja schon gespielt. Ich habe es mir noch Genau. angeguckt. Ich mag One Piece. Ich finde One Piece ist cool. Ich finde die Serie cool. Die kann auch von mir aus noch 2.500 Folgen bekommen. Ist mir scheißegal. Super Anime, super IP, um halt Geld damit zu machen. Muss man ja auch von der Seite sehen. Was heißt IP? Erkläre ich dir nach dem Podcast. Das sprengt Okay, mein Wissen. okay. Aber du hast halt ein neues Kartenspiel in eine Welt reingeschubst, wo es halt seit über 10, 15, 20 Jahren 3 große gibt. Und das ist einfach Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon. Und es gibt kein Kartenspiel, was in den letzten 20 Jahren auch nur ansatzweise dran gekommen ist. An Sales, an Turniere, an egal was. Auch an Deswegen. Einzelkartenpreisen und so. Deswegen auch gerade momentan super der Zeitpunkt dafür. Der Macher von One Piece hat ja gesagt, der Oda, Sorry. der hat ja gemeint, jetzt beginnt das letzte Chapter. Deswegen ist jetzt, glaube ich, auch der beste Zeitpunkt, sowas rauszubringen. Also man hat ja gesehen, wie gut es angekommen ist, weil der Hype auch gerade wieder so hoch ist. Ja, das stimmt. Und es gab schon mal ein One Piece-Kartenspiel. 2003 oder sowas. Ja, aber das kam raus und war dann auch wieder weg. Ich habe mir tatsächlich ein oder zwei Booster Ich gekauft und weiß, wir haben irgendwo noch Karten irgendwo habe rumliegen. ich noch alte One Piece Karten und ich fand es mega cool. Keine Ahnung gehabt, wie das Spiel gespielt wird. Wie findest du, also ich habe das neue One Piece ja jetzt auch noch gar nicht ausprobiert. Wie findest du das neue One Piece? Du hast ja ein paar Runden gespielt mit dem Danny und mit dem Dani, glaube ich. Also ich muss echt sagen, Von Prinzip. Ist es schwer? es Ist ist leicht? ein bisschen so wie Poker. Weißt du, du Okay. hast halt immer, wenn du. Gut, jetzt vielleicht am Anfang noch, vor allem weil ich bei weitem nicht so gut bin wie Daniel zum Beispiel. Der hat auch 200 Stunden online schon reingeschickt. Das Spiel ist noch gar nicht Eben. draußen, aber es gibt Eben. irgendeinen Emulator, wo er immer gegen vor allem mit Ja. seinem Lehrer von der Ja, BBS zocken die da zusammen. den kenn ich aber Der auch. war Das. vorhin auch da. Die zocken das zusammen online. Das ist irgend so ein Ja, Tabletop-Simulator. Und du ja. kannst da alle wirklichen Tabletop spielen und Da One haben wir Piece ja halt auch auch schon. Videos drüber gemacht, ne? Die ihr euch auch angucken könnt. Deswegen Aber ich da. muss halt sagen, das Kartenspiel an sich, wir haben ja, das erste Mal, wo ich es gespielt habe, war glaube ich mit den Trial Store Decks, wo Genau, die Demo-Decks, ja. so jede Kartenfunktion mal drin ist, außer ganz spezifische Sachen wie die vom Kaido-Deck jetzt zum Beispiel. Und ich habe es dann halt gespielt gegen Danny und einmal gegen Daniel. Ich muss halt schon sagen, es macht Spaß, aber man muss halt immer so abwiegen. Wann es sich lohnt anzugreifen, was schätzt du, was hat dein Gegner jetzt noch auf der Karte, blufft er, wie viele Karten hat er noch auf der Hand, was könnte er haben, na, damit er kontert oder dies oder das, wenn du ungefähr abschätzen kannst, ah, jetzt er hat nur noch 2 Karten und ich kann jetzt dreimal safe angreifen, dann weißt du, beim letzten böller ich alles auf mein Leader drauf und dann Wie kann er viel gar nicht mehr blocken. Lebenspunkte hat man dort? Ich glaube, man hat 5 Karten und jedes Mal, wenn du einen Lebenspunkt verlierst, also wenn dein Leader direkt angegriffen wird, musst du eine davon ziehen und auf die Hand nehmen. Ah, okay. Ein Und bisschen so dann. wie bei Digimon mit dem Genau, Ding. Okay, genau. okay, 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 okay. Nee, ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich glaube, wenn es ein Hersteller oder eine Marke, eine Brand wie One Piece, wenn jemand es schaffen kann, ein Spiel herzustellen, was vielleicht die Top 3 zu einer Top 4 oder 5 macht, im Sinne von, oh Gott,
Im Sinne von jetzt, man hat ja halt, wie gesagt, Yu-Gi-Oh!, Magic und Pokémon. One Piece könnte ich mir da sehr gut vorstellen, an vierter oder fünfter Stelle. Und Digimon, muss man ja sagen, läuft ja auch ganz gut. Wir haben jetzt nicht die Ja, das größten stimmt. Digimon-Turniere hier, aber Digimon verkauft sich gut. Dafür, dass das Spiel gefühlt erst ein Jahr alt ist. Ja, und es sind auch Die immer Leute bei Leute uns hier im Laden, die hinten spielen es spielen. eben. Also, Bei One Piece bin ich halt wirklich gespannt. Ich finde halt die Artworks schön, ich finde die Karten schön. stimmt, die sind ja Es sieht halt von nice aus. Bandai gemacht, Bandai. oder? Also die Qualität ist auch insane, muss ich sagen. Fandst Wenn du du gut? allein schon, selbst die Standardkarten, die sind halt ein bisschen Bisschen dicker dicker, ne? als Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon-Karten. Die Ja. haben keine Centering-Probleme. Die Foil-Karten sehen unglaublich aus. Oder wenn du halt eine Altart hast, die dann noch Textur hat oder Ja, so. gut. Das ist halt wirklich, wirklich cool. Ich bin wirklich gespannt, was der Zweitmarkt macht, besonders was Altarts und sowas angeht. Weil klar, bei Yu-Gi-Oh! Hast du es halt auch so, du hast die Karte normal, dann kostet sie halt 20, 30 Euro und dann hast du sie in Starlight und da kostet sie dann 200, 300. Und inwiefern sich der Zweitmarkt bei One Piece regulieren wird, sprich, inwiefern wird jetzt eine Karte 20 Euro kosten und die Altart dann Ja, 50 oder wird die Altart 120 man hat es kosten ja oder jetzt schon so so? ein bisschen gesehen, ne? Wir haben ja die Booster hier zum Beispiel bei uns in Twitch zum Beispiel auch aufgemacht und da haben Leute schon Altarts gezogen, weil ich Ja glaube, gut, es aber ist immer, japanische. ja, aber ich glaube, es ist auch immer pro Display eine garantiert gewesen. Und jetzt außer so Sachen Pro wie jetzt Display, der. nicht pro Case. Eine Altart oder zwei. Wir hatten nicht in Ah, jedem nee, Display, wir nee, haben nee, 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 Displays nee. aufgemacht, nicht pro Stimmt, Display. stimmt, 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 stimmt. Die eine mit dem höchsten Rarity, das Ja, eine war's. Secret Ist Rare das. oder sowas Ja, pro Display, ist dann auch. aber keine Altart, Stimmt, leider. da habe ich mich dann ein bisschen falsch erinnert. Aber da hat man dann ja schon gesehen, wie oft man so ungefähr eine bekommen konnte. Und das ist ja noch zu dem Zeitpunkt gewesen, wo niemand man sie sonst so im Laden kaufen kann. Die sind ja noch nicht draußen. Ja, der Das Zweitmarkt heißt, aktuell ist brutal. deswegen, es kann dann ja eigentlich nur noch runtergehen. Ich glaube auch, dass das ist halt aktuell ist es so, dass die Karten nicht in Zirkulation sind. Sprich, es sind nur die japanischen in Circulation. Ja. Und dann hast du halt viele Leute, die die Altart haben wollen, aber nur sehr, sehr wenige, die draußen sind. Und dann dementsprechend ist der Preis halt hoch. Wenn aber der Markt komplett geflutet wird mit den amerikanischen Karten, also mit den englischen Karten, weil das Spiel wird ja nur in Englisch rauskommen, nicht in Deutsch, nicht Echt in. jetzt? Es kommt nur auf Englisch raus. Genauso Digimon auch. Haben sie auch einfach gesagt, weltweit, jeder versteht Englisch, Englisch. Also natürlich noch Ja Asien, gut, asiatischer Markt, aber alles ja, andere, kann ich auch Englisch. verstehen, ist deutlich einfacher zum Europa, Drucken. USA, Dann müssen die Englisch. es nicht mehrmals in verschiedenen Sprachen drucken. Kann ich schon verstehen, aber das wusste ich jetzt nicht. Deswegen glaube ich schon, dass der Preis da dahingegen runtergehen wird. Aber was ich halt cool fand und was generell cool ist, finde ich an dem Laden, abgesehen davon, dass ich hier natürlich arbeite und du auch, Danny, besonders Danny halt einfach, muss man da sagen, versucht ja immer, wenn so etwas ist, ein schönes Event draus zu machen. Ja, da ist jetzt die Überleitung. Wir haben ja wirklich Tattoo-Künstler da gehabt, wir haben die Manga-Mafia da gehabt mit einem Stand, wo wir Sachen verkauft haben. Wir haben extra Plüsch und sonstige Sachen aus Japan importieren Genau, lassen. also für die, die jetzt an dem Tag auch nicht da waren oder noch nicht wissen, was da alles abgegangen ist, wir haben auch einen Vlog darüber gemacht, den ihr euch angucken könnt. Aber im Grunde genommen, wir haben ein super Pre-Release-Event gestartet, bei dem man sich für ein Turnier anmelden konnte und dann mit den vier Starter-Decks spielen konnte, die wir auch, Also mit einem davon, ja. ja, also man kriegt eins ausgelost, damit man sich nicht aussucht, welche Farbe man spielt, weil jede Farbe spielt sich mit einem anderen Stil. Und es gab zwei Turniere und die Gewinner haben dann halt eine Special-Promo-Karte bekommen, die, wie ich gehört habe, ordentlich was wert war. Ja, da Und kommen wir während dem Event gleich konnte nochmal. man halt, wenn man nicht am Turnier teilgenommen hat, sich einfach ein Deck kaufen. Was wir zum Beispiel gemacht haben. Ja, ich habe mir ein rotes Deck geholt. Ich habe grün. Klassisch Ruffy halt. Und ja, an demselben Tag konnte man sich dann ja auch noch tätowieren lassen von Tattoo Artists. Die Manga Mafia war da und hat ganz viel One Piece Merch verkauft. Ja, also das Ganze, also die sind von Tattoo Tata, die machen tatsächlich Tattoo-Messen und Tattoo-Conventions in ganz Deutschland. Die Jungs Also waren aber das, wo auch wir in crazy. Rammstein waren zum Beispiel Ja. vor ein paar Monaten, das ist auch Tattoo Tata. Da Ja. hat auch der Danny die wahrscheinlich dann kennengelernt, die Chefs da dahinter. Und die waren halt bei uns im Laden und am Anfang war es natürlich so, okay, 10, 11 Uhr, 12 Uhr, die Leute kaufen und kaufen, aber keiner lässt sich tätowieren. Aber ich glaube, der Erste, der sich Der tätowieren lassen war der Heiko, Heiko. ja. Der hat sich Ja. nämlich Darth Vader auf eine Schulter und Yoda auf die andere Schulter und beide Tattoo-Artists haben ihn parallel Gleichzeitig. tätowiert. Also Ja. einer die linke Schulter, einer die rechte Schulter. Da Was war man noch ein auch bei uns im dritter. Vlog sehen kann. Ja, stimmt, man sieht es im Vlog.
Man sieht es sogar im Vlog und der dritte Künstler, der Chris, glaube ich, der mit dem Hm. Cappy, mit dem Law Ja, Cappy, ja, ja. der hat halt ganz viele kleine Tattoos gemacht und dann ging es, also sobald einer sich hat tätowieren lassen, haben die Leute Ja. gemerkt, okay, Die Leute mussten wir erstmal warm können werden. hingehen. Man hat es richtig gemerkt. Jeder ist nur zu dem Stand hingegangen, hat sich die ganzen die Arts angeguckt, die tätowieren können. Ja. Wobei ich sagen muss, da war, boah, Da war das cooles Zeug Law-Tattoo, dabei. Da war da wirklich war cooles wirklich Zeug cooles dabei. Zeug dabei. So Death auf den Fingerknöcheln oder dem sein Ne, Zeichen auf dem die Handrücken oder blauen Sachen, sowas. so Kaidos Tochter oder so und Law, wo so richtig detailliert gezeichnet, Ja. das sah crazy, crazy gut aus. Also ich finde es halt schön, dass man ein Event macht, wo Leute hinkommen, die das Spiel spielen wollen, wo Leute hinkommen, die einfach nur Merch und Plüsch und sonstiges kaufen wollen. Aber es sind wirklich Leute gekommen. Es war einer, der kam irgendwie aus Duisburg und er war auf der Durchreise, hat aber mitbekommen, dass wir das Event haben. Wir sind wirklich nur reingekommen, um den Laden mal zu sehen, weil er auf Twitch zuschaut. Ich habe leider den Namen vergessen, sonst würde ich den jetzt hier noch name droppen und grüßen. Aber er hat gemeint, der hat halt Twitch immer wieder zugeschaut und hat über Twitch auch Booster gekauft und alles Mögliche. Und wollte sich den Laden mal angucken, hat sich's angeboten und ist dann wirklich da gewesen und hat sich was tätowieren lassen. Der hat einfach am Unterarm sich irgendwann von Ace auf der Cappy, die zwei Smileys. Einer lächelt ja und hat so ein trauriges Ah, Gesicht. das habe ich Das ist leider er. nicht gesehen. Das hat er sich auf den Unterarm tätowieren lassen. Ah, Und ich fand den das habe ich schon halt leider verpasst. als Event richtig geil. Du kommst in den Laden, du kannst dich tätowieren lassen, wir hatten Getränke da. Einzige, was noch gefehlt hätte, wäre, wenn wir irgendwie wirklich einen asiatischen Koch da gehabt hätten, der irgendwie Snacks macht, so Ja. Onigiris oder sowas. Das Ja, wäre ich muss auch richtig. echt sagen, Das wäre allein schon, richtig geil. ich meine, ich finde es super, dass ich hier arbeite. Ja, deswegen wusste ich davon schon im Voraus, aber wenn ich so als Kunde sowas mitbekommen würde, dass in meiner Stadt sowas Cooles Ja. passiert, das muss doch so geil sein für die Leute, vor allem für One Piece-Fans, dass man dann hinkommen Wir kann, hatten ja einen Merch. Hardcore-Fan. Grüße gehen raus, falls sie das Video sieht. Sie wusste von dem Laden nichts. Die ganz kleine Ah, die Dame. mit Sie hatte dem einen Ace-Hut. Ace-Hut auf Ah, und war ja. ungelogen 1,40 Meter groß. Grüße gehen raus. Aber klein, aber oho, sie hat ein Bilder gezeigt von ihrem Merch-Zimmer und das Zimmer war voll, also diese Also Kallax-Regale, da standen 10 bei ihrem Zimmer und die war alles war wahrscheinlich voll. der größte One Piece Fan auf diesem Die war Event. super, die war mir so sympathisch, die hatten richtig Spaß, aber auch, haben das Spiel dann auch direkt gelernt, haben sich zusammen hingehockt und ja, dann haben wir uns natürlich auch tätowieren lassen. Das muss aber jetzt ein bisschen. Da haben wir uns tätowieren lassen und generell finde ich, das ist einfach ein cooles Event. Also sowas, das muss es halt öfter geben und ich hoffe, dass wir auch in der Absolut, Zukunft absolut. Es ist öfter ja. sowas machen. Also, ich will jetzt nicht an die große Glocke hängen oder so, weil es ist noch nichts klar, aber wir haben schon mal vor, gerade mit den Tattoo-Leuten, weil das war ja super für die haben super viel Geld Ja, verdient an ich dem wollte gerade Tag. sagen, der Markt lief, glaube ich, ganz gut Wir für die, echt. haben dann vor, dass das relativ regelmäßig passieren Ich wird. hoffe es, das wäre richtig cool. Aber was ich auch sagen will, einen Tag danach haben wir dann ja nochmal quasi wie so ein Mini-Event gehabt. Es war ja nur Tattoo-Opening, Das genau. war Da dann konnte nur man, für da Tattoos waren und da habe ich genauso dann. viele da, Ja, ne? da habe ich dann auch ein paar Freunde mitgebracht und ich finde die Reaktion immer so lustig von Leuten, die dann. Ich meine, Das erste Mal tätowiert es werden. war mein erstes Tattoo auch, aber ich dachte mir schon, weil ich habe es hier am Arm, da dachte ich mir sowieso schon, dass es nicht so sehr wehtun wird. Das Aber Whitebeard-Logo. ja, ich habe mir Whitebeard tätowiert, weil größter Ehrenmann der ganzen Serie. Aber ja, ich fand halt die Reaktion immer so lustig von jedem, der dann Du halt so denkst da halt, das ist eine gehockt hat. Nadel. Und die Jenny, die sich tätowieren hat, die Fische, Ja, ne, hatte voll Panik, ne? die war auch so. Und dann hat der Typ angefangen und sie so. Bruh. This ain't so Ja, bad. du aber genauso. Ja, ich Also genauso. Ich wirklich jeder, genauso. der sich so dort sein erstes Tattoo hat stechen lassen, war so ganz nervös und hat dann mit Panik da gehockt. Und sobald es losging, ne, weil, ganz ehrlich, Heiko hat es am besten beschrieben. Grüße gehen raus, Heiko. Es fühlt sich halt einfach nur an wie so grobes Kratzen. Ja, Ja. eigentlich ist der Schmerz danach schlimmer, weil es halt einen Tag danach oder sowas halt brennt oder sowas, weißt Ja, du, so danach ein fühlt sich's sperriger. an wie ein Sonnenbrand Ja, oder so. das fand ich schlimmer als Oder das es Stechen juckt. selbst. Ja, nee, worüber ich auch quatschen wollte, ist, wir haben ja fast Halloween. Das ist mein favorite holiday of the year. Gengar ist sogar Oh da ja. hinten. Ich mag Riesen, Halloween. riesen Horrorfan. Muss ich kurz mal nur an die Glocke hängen. Hast du Smile schon gesehen? Nein, den habe ich noch nicht Das gesehen, müssen wir aber zusammen machen. das sieht so Das gut aus. soll so gut sein, wir gehen zusammen in Smile. Doch, können wir Nayla mitnehmen? Oder Ja. hasst sie Ha? Horrorfilme? Sie liebt Ah, Horrorfilme. super. Sie Lucy nehmen hat wir schon auch mit, schlimmere auch wenn sie Sachen keinen als. Bock. Sie hat schon schlimmere Sachen als ich geguckt. Also Nayla müssen wir da unbedingt mitnehmen. Nayla, wenn du es hörst, du kommst mit. Grüße gehen raus. Hat er auch in jedem Satz so. Aber
Da wollte ich schon, wenn wir schon beim Thema Horror sind, da habe ich ein paar, so zwei kleine Storys zu erzählen. Frage: Glaubst du an Geister oder an so Afterlife-Zeug, Okay, Junge? können wir sofort hingehen. Das Einzige, was ich sagen wollte, ist, ich hoffe, dass wir was zu Halloween machen. Das war eigentlich der Grund, warum ich auf das Thema gekommen bin. Das Ich könnt ihr hoffe, auch dass in wir. die Kommentare schreiben, wenn ihr euch vielleicht zu Halloween ein Special wünscht, ein Event. Also, Oder wenn ihr Ideen habt, generell. ja, Also bin ich wirklich alles, gespannt. was ihr gerne von uns sehen, hören, tun, machen würdet, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Auch Weil wenn ich. es nur Videoideen sind zu Ja. Halloween. Wir müssen auf jeden Fall zu Halloween ein bisschen was machen. Ich fände es auch cool, wenn wir vielleicht, also das haben wir letztes Jahr, glaube ich, so gemacht, entweder letztes oder vorletztes Jahr. Es war nicht genau an Halloween, aber es war am Wochenende von Halloween. Und da haben wir einen Abend halt noch aufgelassen und überall wurden Brettspiele gespielt, aber so Horror-Brettspiele, wie zum Beispiel Zombicide, wo du Das ist eine gegen gute Zombies Idee. dann kämpfst. Und Du in einem könntest vielleicht auch anderen mit einem war Beamer einen es. Horrorfilm lassen oder so, also so Kinoabend machen Könnte vielleicht. man auch, aber das Spielen fand ich halt geiler, weil wir dann haben alle ein bisschen was getrunken, ein bisschen was gegessen, Snacks waren da und wir halt die verschiedenen Brettspiele gespielt. Das fand Da ich wäre ich ganz sogar cool. dabei, so Call of Das Cthulhu oder sowas, ja, eben, also es gibt da ja wäre so ich schon viele noch dabei. Horror-Brettspiele, auch diese Zombicide. Du bist ja dann quasi in der Gruppe und versuchst Zombies zu besiegen und rauszukommen aus einem gewissen Ding und du musst ja Ressourcen sammeln. Ja, das kenne Fände ich ich auch. eigentlich ganz cool. Aber zu dem Thema, was du gesagt hast, glaubst du an Geister und sowas? Auf einer Seite ja, absolut. Echt jetzt? Und auf einer anderen Seite denke ich mir halt immer so absoluter Bullshit. Warum ja? Ganz einfach. Einfach aus dem Grund, der Mensch sieht nur eine gewisse Frequenz und der Mensch hört nur eine gewisse Frequenz. Und das ist nur ein Bruchteil von der Frequenz, die es gibt. Bedeutet, das ist eine Tatsache, Ja, bedeutet, es okay. gibt unglaublich viel auf dem Spektrum, sowohl Sichtweise als auch Hörweise, was wir einfach nicht wahrnehmen können. Ja, aber wir Weil haben wir Technik, um's technisch hochzufüllen. gesehen ja, aber selbst Technik führt nicht alles aus. Ja, nicht alles, aber Und deswegen denke ich mir viele. so rein auf einer. Mushroom-Ebene. Nein, ich wusste nicht, wie ich sagen sollte. Rein auf einer, es könnte sein, glaube ich dran. Und es gibt halt immer wieder so Horrorgeschichten, die man hört oder die man sieht oder sonst was. Auch bei Filmen beruht auf einer wahren Begebenheit und bla bla. Und dann denke ich mir immer so ein bisschen was, ja. Aber der rationale Mensch in mir drin sagt halt nein. Lucy und ich gucken sau gerne einen Komm mal ein YouTube. bisschen näher. Lucy und ich gucken sau gerne einen YouTube-Account, Watcher oder wie die heißen. Ah, Und die gehen ja. immer. Und so Shane Shane und und Ryan, Ryan. glaube ich. Ja, Ja. genau. Wir haben gestern eine Folge geguckt und die waren halt in einem, So Nervenheilanstalt oder genau, so. Mental Asylum oder sowas, also altes Krankenhaus, dann war es Mental Asylum, da gab es auch angeblich Einzelne Bilder und Einsatzplatz. bla bla bla. Und da gehen die ja mit verschiedenen Geräten rein. Und zum Beispiel gibt es so eine Talkbox, die dann halt Radiosignale macht und dann sagt das so Sachen. Ab, Ja. das ist ja, der kann Thunfisch sagen oder sowas, ne? Dann denkst du ja halt auch, was ein Quatsch. Aber es gab mehrere Folgen, wo die sagen, wo er redet und er sagt, My name is Ryan. Can you repeat my name? Und in dem Moment kommt Ryan. Und ich denke mir so, wie hoch ist die Chance, dass diese Talkbox in dem Moment seinen Namen nennt? Das ist voll weird. Deswegen, Okay, und dann wenn ich da sitze mit Lucy, gucken wir uns die Folge an und ich denke mir immer so, die hören was zum Beispiel und ich sage, das war der Wind. Das ist eine Ruine, da sind Fenster offen und sonst was, das ist der da Wind. sind Tiere, Ja, Obdachlose, eben. Crack-Junkies. So, alles Mögliche. Aber wäre ich dort? Ja, I would be a believer. ja, Ich würde kein. das muss ich Wenn dann ich auch dann immer da sagen. wäre, Das mit muss ich den jetzt auch immer sagen. Kameras, vorbei! I'm a man of science. Ich glaube nur an die Wissenschaft. Aber steck mich in einen dunklen Raum mit komischen Geräuschen, dann glaube ich an alles. Ja, da hättest du doch so Schiss. Ist einfach Also so. mega Respekt auch an die, die das machen, weil die Folgen gehen ja allein Wo schon die, wenn die 30, mal 40 Minuten. Die sind alleine ja irgendwo reingehen, stundenlang da drin. wenn die mal alleine in so Räumen Ja. sind, das könnte ich, glaube ich, nicht. Aber dann komme ich jetzt auch gerade zu meiner Story. Und zwar zwei kleine Stories. Jetzt bin ich echt gespannt, weil es geht um unser Familienhaus. Ja. Ich komme dich nicht Oh mehr Gott. besuchen. Oh Ich komme shit. dich nicht mehr besuchen. Okay, Nayla, ich hoffe, sie guckt das Video doch nicht. Weil Okay. ich weiß ganz genau, sie glaubt 100% daran, hat mega Angst vor so Sachen. Die Und schläft nie wieder bei dir. die kommt nie wieder zu mir nach Hause. Aber ja, Jetzt bin ich gespannt. Ich habe das auch noch nicht gehört, deswegen. bei mir zu Hause, ich bin für gewöhnlich immer sehr lange, also sehr spät wach, weil abends ist immer so die Zeit, wo ich meine Ruhe habe, Ja. ne, wo mich niemand stört. Und I love it. normalerweise, ich gehe dann ins Badezimmer. Und dann mache ich so volle Programm, einmal rasieren, Zähne putzen, duschen, weißt du, so stundenlang mein Spa-Day quasi. Okay. So nachts um 1 Uhr. Macht Wer Sinn. kennt's nicht? Und ich. Geisterstunde. Nee, 12 bis 1 Uhr ist Geisterstunde, also kurz nach der Ja, man Geisterstunde. sagt doch 3 Uhr morgens ist Geisterstunde, keine Ahnung. Aber ich bin dann immer vorm Spiegel, ich rasiere mich
Hab nebendran mein Handy mit einem YouTube-Video und ich weiß, niemand ist wach. Alle sind am Schlafen. Und also, Auf einmal hörst du Pennywise. mein Badezimmer ist im Flur und zwar in der Mitte vom Flur. Ne? Das heißt, wenn man aus der Tür vom Badezimmer rausgeht, hat man links ein bisschen Flur und rechts ein bisschen. Und ich bin am Rasieren und ich höre so Schritte draußen. Und ich denke mir so, okay, Mom ist noch wach, Das kann nicht die Katze gewesen sein? guck nach der Katze, Bro. Also so Schritte nicht. James, also hier Na, Ding, na, Chunky, das ist eine fette Katze. na. Das ist eine Also, richtig fette Luna Katze. hörst du auch normalerweise nicht, wenn sie läuft. Nee, nee, nee. Also du Vielleicht hörst sie wollte wirklich die dir nicht. Angst machen. Dumm, dumm, dumm. Aber jetzt kommt's. Und zwar, ich höre, ne, weil das Badezimmer ist ja in der Mitte. Und ich höre auf einmal Schritte links, so am Anfang vom Flur, dann nichts dazwischen und dann ganz rechts. Ich denke mir so. Die Katze ist gesprungen. Ich denke mir Ich so. versuche nur wieder rational zu machen. Ich Ne, versuche. aber ich hab's halt einfach ignoriert, weil, Ja, denkst du weißt halt, du, sind ja mehrere ich Leute rasiere zu mich einfach, Hause. ich rasiere mich aber weiter. Lass noch weiter YouTube. Und dann höre ich auf einmal ein Klopfen an der Tür. Aber nicht so ein normales, sondern so ganz schnell, so fünfmal so. Ne? Und ich dann so, hab das YouTube-Video ausgemacht. Ja? Keine Antwort. Das war der Moment, wo ich dann. Das sind die Öhrchen rumgegangen. Moment, ich höre was. Das war für mich so der Moment, wo ich dann ein bisschen, Ja, um weißt du, so 1 Uhr morgens mulmig will ich wurde. auch keinen Klopfen hören. Ne, und dann, aber das war so ein komisches Knopf, so schnell, ne? So ganz schnell fünfmal. Ich mach dann die Tür auf. Niemand da. Da war ich dann wirklich so, okay. YouTube-Video ausgemacht, Handy ausgemacht, weiter rasiert. Aber Na, die einfach, Öhrchen. ja. Die ganze Zeit drauf geachtet. Was höre ich jetzt noch? Und das andere, das ist mir jetzt, glaube ich, sogar das Wochenende passiert oder Mitte letzte Woche. Bro, ihr Wieder. müsst ausziehen. I'm too poor. Ich bin zu arm. Weißt du, wenn der Geist da ist, sorry, du musst mit mir leben. Ich wollte gerade sagen, wir Auch sind jetzt ich. Roommates, ob du willst oder Wir nicht. sind jetzt Roommates, ob du willst oder nicht. Du jagst mich hier nicht raus. Ich kann mir kein Haus leisten. Aber das Ding ist, die Fensterscheibe im Badezimmer, ne, ist ja ein Badezimmer. Das heißt, es ist keine, wo man so ganz durchgucken kann. Die ist so. Milchglas oder wie man es Ja, nennt hier mit so einem so. Muster, dass man halt nicht sieht, was Ja, auf der anderen Seite ist. blickdicht. Genau. Aber wenn irgendwas Press an der Scheibe ist, dann erkennst du es halt schon. Ja. Ne? Und Pennywise war da. nein, nein, nein. Ich habe sau lange, also als Kind hatte ich immer diese Angst, weil es halt auf der zweite Stock ist und dann gar keinen Sinn ergeben würde, dass ich nachts ins Badezimmer gehe und es steht jemand vor der Scheibe. Das war irgendwie, ich weiß nicht warum. Aber, So, intrusive nein, nein, thoughts. nein, Intrusive Thoughts muss ich aber sagen, es ist direkt, also das ist ja mein altes, wir sind Brüder, ja, ich habe da auch lange gewohnt. Vor dem Fenster ist aber auch ein Ast, ein großer gewesen von dem Baum. Der Baum ist ja weg mittlerweile, Ja, aber als der Baum da stand, der man Ast hat war genau immer auf Höhe Bewegungen von dem gesehen. Fenster und man hat immer Bewegungen gesehen. Deswegen hast du auch gedacht, da kann sich einer drauf hocken und reingucken Ja, aber oder jetzt sowas. überleg mal, du kommst nachts in dein Badezimmer und du Und da weißt, du bist steht im zweiten Stockwerk. Like, wer zur Hölle soll da hochkommen? Na, und Pennywise. dann steht da einfach so die Lady aus The Ring, na, und guckt dich durch die Scheibe an. Stell dir vor, es ist die Und aus Resident Evil, die alle so hot finden. dann, oh mein Gott, ey, Ja. dann, ich gehe auf die Toilette, wasche mir die Hände, wollte gerade rausgehen. Dann siehst du es aus dem Augenwinkel. Nein, und dann höre ich an der Scheibe dasselbe Klopfen. Wieder so ein ganz schnelles, so. Und, Bro, Also ich bin das aus mit der der Tür Tür. rausgegangen, ich habe Licht angelassen und habe. Kennst du diesen Moment, wenn du einfach so perplex bist und du stehst da und guckst einfach? So frozen in time. Und ich gucke so einfach in den Raum rein. Ich scanne den ganzen Raum, als wäre ich Robocop. Und so. Da ist nichts. Was kommt jetzt I über? Ich bin mit. deal with this later. Ich bin in mein Zimmer gegangen und dachte mir so. Ich gehe jetzt noch nicht schlafen. Also das Ding ist halt, die erste Story hätte wirklich die Katze sein können, weil ich kenne das von James, die klatschen voll schnell. Ja, das heißt, er ist fett, er läuft, bam, bam, Das bam, hat dann niemand springt noch er einmal nie oder gemacht. Okay, sowas. das kann Johnny sein. vielleicht, Johnny, Kann der sein. Dicke. Und dann kommt er Nee, kurz an der. den und macht, weißt du, so ein Kann Klopfen ein sein, bisschen. kann sein. Aber das haben Aber beide dass Katzen noch nie gemacht. dasselbe Geräusch dann am Fenster ist, das macht's gruselig. Im Das zweiten erste, das Stock? ist ja. Vielleicht war da ein Eichhorn. Ein Mr. Raccoon. Eich. Und er hat so eine Eichel in der Hand und so, lass mich Ja. rein, es ist kalt. Am Ende war es aber ein Specht oder so. Wir Das hatten hat mal einen funktioniert. Vogel, der wirklich
Echt? Du weißt das nicht mehr. Wenn du dasselbe Fenster im Badezimmer am Rand ist ein kleines Loch im Putz oder wie man das nennt, weil ein Vogel sich da reingehockt hat und mit seinem Schnabel, wir haben das Fenster immer kipp im Sommer, ne? Und hat Ach, er wegen rein. dem. Der Na, hat immer wegen dem. dagegen ge. Da ist ja jetzt ein Loch. Im Sommer sind da immer Wespen. Ich weiß. Da sind so Hornissen rausgekommen, so daumengroße Hornissen. Ja. Aber Ey. das war der Vogel vor 10 Jahren. Ja, super. Was mich gerade an noch was erinnert, was ich gar nicht wusste bis vor ein paar Monaten. Wir haben einen Dachboden. Ja, natürlich. Wer weiß, wer da oben wohnt. Willst du mal Ich gucken hab. gehen? Ich schwör. Es war nicht mal nachts, es war 3 Uhr mittags. Ich schwör bei allem, was mir heilig ist. Das Ding war noch nie offen, da ist so oft mit Farbe drüber gestrichen worden. Du siehst nicht mal, dass dort so ein Ja. Seam ist, dass es Ja, aufgeht. ich Du siehst weiß. nur so den Griff. Meinst du, da wohnt jemand? Ich habe da Schritte gehört. Ja, gut, aber es kann irgendein Tier sein. Also, Irgend, das glaube ja. ich, am Dachboden, das ist irgendein Frettchen oder sonst was, sondern wirklich ein Waschbär, das da hochgekommen ist und dann chillt er halt da, Ganz ne? ehrlich, aber ich würde da so gern mal Wenn ihr hochgehen. irgendwann mal auszieht, musst du mal Ich würde hochgehen da mit so gern mal Taschenlampe. hochgehen, einfach mal gucken, ob da vielleicht so eine Kopie vom ersten Superman-Comic liegt. Stell dir mal Man vor, da weiß ja nie. Sind einfach 3 Black Lotus, Dominik. Dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Nee, 4. Playset bei Magic ist ja 4. Black Lotus, keine Ahnung, geht so ein paar hunderttausend. Ja, der Original, ganz alte. Das natürlich wäre auch mal was Krasses, ey. Ja, bin ich gespannt, was wir an Halloween so machen. Wir werden versuchen, das Format einmal in die Woche zu machen. Einfach ein bisschen so als Wochenrecap und einfach um uns auszutauschen. Wahrscheinlich auch immer mit unterschiedlichen Leuten. Ich würde sagen, dass du immer bleibst, ne? Bist ja. Das ist dein Podcast und du Okay. quatschst halt immer, nimmst dir Ja, halt wir können irgendwie mal das jeden mit. Freitag machen, wenn euch das gefällt, so als kleiner Recap für die Woche, was alles passiert ist. Jeden Freitag, ich dachte, du wirst das heute hochladen. Heute ist mal so ein Test. Wir können es Okay. entweder jedes Ende der Woche machen oder Anfang der Woche und dann halt die ganze letzte Woche mal so Können wir zusammenfassen. mal schauen. Wir können schauen, was am Aber besten schreibt passt, gerne in wie die es euch gefällt. Kommentare, wie es euch gefällt, Verbesserungsvorschläge. Und wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, darüber wollt ihr uns reden hören, auch gerne. Vielleicht machen wir ja auch den Anrufer der Woche. Mal Zum Beispiel. rufen wir den Kunden einmal an, dann kann er uns was erzählen oder sowas. Das Ja. Audio kannst du ja relativ easy einspeisen Ja, über wie gesagt, ihr Discord. könnt alles, was ihr wollt, in die Kommentare schreiben. Jetzt ganz besonders zu Halloween. Auch Ideen nicht jetzt spezifisch zum Podcast. Einfach Videoideen oder was ihr gern bei uns auch im Laden sehen würdet zu Ja, Halloween. finde ich gut. Weil wir haben, glaube ich, alle Bock drauf. Wir sind alle Horrorfans, denke ich. Und wir haben da schon Lust, gerade für Halloween was Cooles draus zu machen. In dem Sinne, lasst euch von Pennywise nicht erschrecken. Und wenn ich da drauf drücke, kommt das Geräusch, was da steht? Keine Ahnung. Nein, kommt es nicht. Da steht Smash drauf. Ich warte. Entschuldigung, gehen Sie mal wieder zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Michael. Und wir sehen uns. Ich dachte, du machst es wie ich, dass du in ein Mikrofon sprichst. Mein Name ist Michael. Mein Name ist Dominik. Der Cast aus. Profis. Wir sehen uns beim nächsten Mal.